Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück im Let's Play. Wie versprochen habe ich verkauft, also herzlich willkommen in Area 18 und ich zeige euch mal meinen Geldbeutel. Der ist nochmal um einiges angewachsen und zwar hat das Verkaufen rund 25.000 Alpha UEC gebracht, also die ganzen Waffen und das Zeug, was wir aus den Laboren mitgenommen haben. Gar nicht mal so schlecht für ein bisschen FPS-Loot, würde ich mal sagen. So, und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Hier ist mal meine Mustang Alpha. Da muss ich mal ganz kurz meine Kommentare gucken. Der Sadfrog, der hat nämlich mir einen sehr schönen Tipp gegeben. Und das ist eine wirklich außerordentlich gute Idee, die ihr auch ganz easy nachmachen könnt und die euch bestimmt freuen dürfte. Denn wir klauen uns heute eine Vulture. Jawohl, wir klauen sie uns, werden sie übernehmen, werden dann mit dieser geklauten Vulture die Salvage-Quest hochspielen, dass wir die wertvollen Salvage-Missionen bekommen und dann auch da wieder looten können. Das ist der Plan. Und ich habe sogar noch ein bisschen mehr vor. Oh Gott, ach ja, meine Mustang Alpha, die ist ein bisschen beschädigt. Hä? Wieso ist denn... Ich habe die doch gar nicht... Die habe ich doch in Orison verloren. Wieso konnte ich denn die jetzt hier überhaupt rufen? Das ist ja sehr kurios. Na gut, das kriegt man gleich hin, hoffe ich. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Kannst du dir teilweise echt nicht ausdenken. So. Also, machen wir mal das Schiffchen an und reparieren ein bisschen. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Oh, fuck. Oh, oh nein. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das jetzt hier lösen. Kann ich denn... Warte mal. Hä? Sekunde. Das muss ich erstmal hinbekommen. Warum geht das wieder nicht? CIG! Ihr und euer blödes Reparatursystem. Wenn ich drüber hovere vielleicht... Wenn ich nur mit Leertaste hochfliege. Das geht aber, ne? Ich glaube, das funktioniert. Ja, dann machen wir das so. Das ist ein bisschen riskant, ich weiß. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, wie mir scheint. Ich kann noch mal kurz runtergehen. Warte mal, ich teste es mal eben. So, noch mal landen. Er lässt mich nicht. Okay, also wir brauchen jetzt ein Landing Pad zum Reparieren. Wenn ich jetzt nur mit Leertaste... hochfliegen. Okay, warte mal. Nur mit Leertaste hochfliegen und nichts dabei machen. Sekunde. Da ganz sanft abheben. Ja. Er dreht aber, ne? Scheiße. Diese blöde Karre. Wie komme ich... Wie komme ich jetzt hier weg? Ich mach's nochmal ganz lang. Nein. Ach, Mist. Versuch's mal ohne Fahrwerk. Ah, das ist auch nicht gerade die richtige Lösung. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Vielleicht kann ich das reparieren. Ach Gott. Das ist halt auch wirklich schlimm. Dieses Reparieren. Es fängt schon wieder gut an, die Folge. Es fängt sehr, sehr gut an. Ich bin begeistert. Er muss halt ganz gerade sein. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, jetzt fliege ich nur gerade hoch. Er darf halt aber nicht kippen. Wenn er anfängt zu kippen... Er kippt. Scheiße, er kippt. Och nö. Jetzt steht er wieder gerade, ne? Ich kann halt hier nirgendwo... ich kann so ein bisschen nach rechts... oh nein, das war ein Fehler. Das war ein ganz, ganz böser Fehler. Halt still, Schiff! Es ist so verbuggt einfach alles, unglaublich. Wie komme ich jetzt... Warte mal, ich muss mal kurz schlau sein. Lösung, Lösung, Lösung. Doppel N. So, jetzt geht... Ich gehe nochmal runter. Neue Landeanfrage gestellt. Vielleicht kann ich rückwärts. Ja, wobei, rückwärts kann ich aber eigentlich auch nicht. Ne? Mir fehlt halt das ganze linke Triebwerk. Warum fehlt... warum geht das nicht? Willkommen zum VLC Media Player Hilfe. Ja, weg. So. Okay, dann versuchen wir es halt mal...
normal. Also pass auf, wir machen jetzt folgendes. Nee, er darf halt nicht kippen. Er muss schön gerade hoch. Schön gerade. Nee. Ich versuch's es mal so, was soll ich machen? La la la. La la la. Oh mein Gott. Ich hätte noch eine andere Idee. Mir kommt gerade noch eine Idee. Warte mal. Sorry fürs Drehen. Vor allem, ich bin gedanklich immer noch bei der Frage, wie kommt dieses kaputte Schiff als normales, rufbares Schiff nach Area 18? Das ist doch in Orison passiert. Wie kann das denn sein? Frage ich. Frage ich mich. Frage ich euch. Frage ich CRG. Was ist denn, wenn ich Triebwerke ausmache? Ja, im Zweifel muss ich jetzt einfach reloggen, ne? Ich logge schnell. Schnell. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich kann es jetzt claimen. Bis gleich. So, es hat funktioniert. Ich habe mein Schiff geclaimed soeben. Und nun ist es wieder voll funktionsfähig. Na, ist das nicht toll? Ach, ich freue mich. Ja, naja. Ein guter Start. Da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Das ist der Vorteil, ne? Ihr kennt ja, das ist die goldene Regel. Wenn beim Start von Star Citizen schon irgendwas schief geht, dann geht danach nichts mehr schief. So, und demzufolge können wir jetzt hier reibungslos spielen und unseren Plan verfolgen, der wirklich gut ist. Also, das dürfte sehr, sehr geil werden. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt eben damit auch wirklich selber salvagen, auch wenn ihr keine Vulture habt, müsst ihr also auch nicht mit Echtgeld kaufen. Sie wird ja kaufbar mit 320 im Spiel, aber das noch ein bisschen hin. Und bis dahin kann man das hier eben ganz easy für sich benutzen. So, das machen wir mal. Und das geht folgendermaßen. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir fliegen hier raus aus Area 18, das ist klar, und suchen uns im Contracts Manager, im Personal Tab, eine Salvage-Mission, eine illegale. Und zwar eine für 10.000, so eine kleine hier. Ne? Das Ding ist, du hast immer nur die kleinen am Anfang. Ne? Auch im General Tab sind die kleinen. Da kosten sie 1.000. Ja? Das sind quasi, also die 10.000er sind schon die größeren. Ja? Aber also es gibt hier keine kleineren. Na gut, die gibt es noch, Wake of Disaster, aber die wollen wir jetzt nicht machen. So, und hier ist es so, wir schauen uns mal ganz kurz, wo das ist. Das ist Areal. Ja, Areal ist eigentlich gut. Nehmen wir so eine Cutlass Black erstmal. Oder wollen wir eine Constellation nehmen? Aber ist eigentlich egal. Wir nehmen eine Cutlass Black, zahlen 10.000 Tacken, das kostet halt. Und dann fliegen wir rüber nach Areal. Wir können uns aber Zeit lassen. Weil das Schiff, was hier kommt, nach den 30 Minuten, das ist die Vulture, die wir klauen wollen. Das heißt, wir müssen jetzt eine halbe Stunde irgendwas anderes machen. Keine Sorge, ich cutte das. Ich fliege es also rüber und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn diese Zeit rum ist. Also ihr fliegt quasi nur hin und wartet dann dort, bis entsprechend der Timer durch ist. So, deswegen, ich fliege mal dahin. Ich würde sagen, ich hole mal, ich kann aber kurz irgendwie was essen gehen oder so. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Zeit durch ist. Bis gleich. So, Freunde. Ja, ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr seht, der Timer ist fast durch. Ich habe die Kisten aus der Cutlass Back schon mal rausgefriemelt. Das sind hier, ich weiß gar nicht, was es war. Laranit, Borase und noch irgendwas. Ist nicht so wertvoll, aber naja, es verkommt, ne? Nehmen wir es mit raus. Und das können wir dann gleich in die Vulture reinpacken, die wir klauen. Und dann zeige ich euch noch was Cooles. Aber erstmal müssen wir jetzt mal noch kurz warten. Noch 20 Sekunden. Dann dürften wir gleich Besuch bekommen. Und dieser Besuch, der schießt dann unser Schiff kaputt. Und ich glaube auch, die Cutlass Black macht er auch kaputt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist das doch ein Fehler. Wir werden es gleich sehen. Und dann habe ich das Ding hier. Oder das Ding hier, um entsprechend an Bord zu kommen und die Vulture zu übernehmen. So, Warning, possible inbound threat. Müssen wir mal ein bisschen schauen, wo hier was kommt. Das kann ein Momentchen dauern. Ist nicht zwingend immer sofort da alles. Ihr kennt das ja bei Star Citizen, das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache. Lalalala. Auf jeden Fall mal hier schon ungefähr die Kosten von der Quest wieder rein. Ne? Also es sind ungefähr 8.000, vielleicht sogar mehr, kommt drauf an.
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wo ist es hier, der Vulture? Komm, Vulture, zeige dich. Es ruckelt auf jeden Fall. Ich glaube, er lädt gerade was rein. Aber die ganze Location hier hat auch ein bisschen gedauert. Also, wo ich hier reingeflogen bin, das hat, weiß gar nicht, 5, 10 Sekunden länger noch gedauert. Und dann irgendwann sind die ganzen Asteroiden reingeploppt. Und dann kam auch erst das Questschiff. Also, der Server ist halt eh ein bisschen langsam. Einfach Geduld haben. Geduld und Geduld, Geduld. Wir können ja sogar mal in unser Schiff gehen. Wir halten ja lange durch. Und können es quasi ein bisschen im Auge behalten. Das eben mal. Ah. Ah ja. Da ist sie. Die Vulture. Ihr seht's. NPC Vulture. Und wie gesagt, der schießt unser Schiff kaputt. Dafür waren meine Kisten hier. Ich bin extra nicht ein bisschen in Deckung gegangen. Ja, der ist ein bisschen dumm. Der dreht gleich wieder um. Ihr seht's. Wir beobachten das mal. Eine kleine Vulture in ihrer freien, wilden Umgebung. Jetzt hätte ich noch die Schilder ausmachen sollen. Andererseits, die Mustang Alpha hat eh nicht so viele Schilde. Die hält nicht lange durch, das ist gleich Schrott. Und dann sollte er normalerweise stehen bleiben. Oder er killt noch die Cutlass, das kann auch sein. Das weiß ich gar nicht. Werden wir gleich merken. Na komm, gib mir mal ein bisschen Mühe, Kollege. Ja, genau, schießt die Mustang weg. Ich hätte wirklich die Schilde ausmachen sollen. Alter, wie kann man denn daneben schießen? Das Ding bewegt sich nicht. Unfassbar, oder? Ah, so ist gut. Ja, brav. Ganz, ganz brav. Wir haben ja ein Bubble Shield. Das heißt, er schießt quasi das Schild, egal wo er hin trifft, immer ringsrum weg. So, Flügelchen ist weg. Sehr gut. Ah, weiter drauf, weiter drauf. Ganz braver NPC bist du. Ein ganz braver Biste. So, na komm. Das dauert so lange, ey. Hätte ich das gewusst? Na egal. Dumm, die dumm. Wir haben ja Zeit. Na, wie ist das Wetter bei euch so? Heute ist recht angenehm, 25 Grad. Da kann man mitleben. Na, heute Nacht waren es 15 Grad. Sehr angenehm, kann man gut schlafen. Also eigentlich haben wir echt ein super Leben aktuell. Total toll. Bald wird es wieder warm, dann ist es wieder scheiße. Dann sind es wieder 36 Grad. Aber bis dahin haben wir ein gutes Leben. Gerade wie warm es wohl hier unten ist. Hast auf jeden Fall ein richtig scheiß Leben, wenn du unten wohnst. Auf Areal. 200 Grad im Schatten. Da brauchst du eine sehr gute Klimaanlage. Und einen Industriekühlschrank. Ja, komm, jetzt mach's doch kaputt. Mann, sind die NPCs kacke. Das ist wirklich unglaublich. La, 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 la. Ja, noch ein bisschen. Hält lange durch, ne? So eine Mustang. Gut, er hat auch nur zweimal, das heißt zwei Waffen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, was die Vulture hat. Zweimal, das heißt eins oder das heißt zwei. Auf jeden Fall ein ganz schwacher Laser-Repeater. Bisschen wie die Prospector eigentlich. Oder ich glaube sogar genau dasselbe wie die Prospector hatte drauf. So. Na komm. Weißt du, aber wenn wir drin sitzen in den Schiffen, dann sind die aus einlagigem Klopapier. Dann macht's aber sofort Bumm. Aber sieht wenigstens schön aus. Immerhin, immerhin. Dü, 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 dü. Was ist eigentlich für ein Lied hier? New Babbage Soundtrack ist das gerade. So, na geht doch. Und nun? Ja, ja, es ist noch im Downstate. Er muss es also noch richtig zerstören. Vermute ich mal. Ja. Ja, sehr gut. So. Und jetzt sollte er merken, dass er hier alleine ist. Und jetzt ist unsere Gelegenheit gekommen. Jetzt gehen wir mit dem Traktorstrahl ran zur Vulture. Wir können auch schon eher hinfliegen. Ich habe nur ein bisschen Sorge. Manchmal machen die so komische Manöver. Und dann rammeln die dich um aus Versehen. Die wissen ja nicht, dass ich da bin. deswegen, ich würde immer auf Entfernung ein bisschen bleiben. Das ist sonst zu heikel. So, beim Traktorstrahl können wir auf B drücken, in den Traktor-Modus switchen. Und dann können wir uns, wenn wir nah genug dran sind, ranziehen. Das ist ja sehr praktisch. Und dann müssen wir noch an Bord kommen. Ja, ja. Da kriegen wir aber auch noch hin.
Ich weiß auf jeden Fall, dass in Blickrichtung die Kisten sind. Die will ich ja dann holen. Die will ich dann in die Vulture reinpacken. Und dann können wir noch die Quest hier erfüllen tatsächlich. Und dann haben wir auch unsere erste Salvage-Quest erfüllt, wobei ich gar nicht weiß, ob die in den Ruf damit reinzählt. Weil das Problem ist, ihr müsst beim Salvagen, um die höheren Missionen zu bekommen, Missionen machen. Das ist halt nur mal so. Ihr könnt es aber nicht sehen. Also es gibt keinen Balken, der sich irgendwie füllt, sondern das ist einfach, mach einfach 3, 4 Stück, dann hast du das alles freigeschalten. Ihr könnt euch einfach merken, wenn ihr bei den legalen Missionen, die ihr für 50.000 habt, habt das durchgespielt. Dann habt ihr automatisch alle Salvage-Missionen freigespielt. Ne? Das ist so die Faustformel. Das geht recht schnell. Wie gesagt, 2, 3 Salvage-Missionen. Ihr müsst halt aber erfüllen. Also ihr müsst oben diesen Balken leeren, dass die Quest abschließt. So, ich bin dran. Der fliegt auch nicht weg, wie ihr seht. Es kann natürlich vorkommen, dass der mal wegfliegt, aber naja, werden wir mal sehen. Dann nehmen wir uns unsere andere Waffe. Hier die P4. Und wir können es hier wahrscheinlich nicht einfach öffnen, ne? Das wird nicht gehen. Aber ja, wir können das aufschießen. Mit ein bisschen Glück. Ne? Einfach. Ach, das ganze sind dumme Magazine. Ja, lad immer einzeln nach. Sehr, sehr gut. Ja, so mag ich meinen Shooter. So, das war's. Pistole haben wir noch. Das Problem ist halt, dass die Schilde noch an sind. Aber es gibt noch einen Plan B zur Not. So, ein bisschen draufballern. Irgendwann geht's auf. Es müssen halt ballistische Waffen sein. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ach, gerade so. Ne? Also nehmt da Muni mit, auf jeden Fall ordentlich Muni mit, das ist schon sehr wichtig. So, herzlich willkommen an Bord einer NPC Vulture. Die Tür können wir jetzt wieder schließen hier, die ist auch jetzt nicht kaputt, also die kann man normal wieder zumachen, na, aber nur halt vom Pilotensitz aus. So, und jetzt können wir hier einfach reingehen. Wir haben noch einen Schuss übrig, aber das ging jetzt auch mit der Faust, wäre kein Problem. So, guten Tag, junger Mann. Wo ist der Kopf? Hier ist der Kopf. Pam. So. Ja. Und es gibt auch kein Crimestead, weil das ist ein böser NPC. Der ist ganz, ganz böse gewesen. Weiß nicht warum. Der hat irgendwas Böses gemacht. Um den müssen wir jetzt noch loswerden. Wir können noch plündern. Der hat aber nichts Spannendes dabei. Also einfach. Ja, einfach rausschmeißen. Ja, warten Sie. Ich komme noch kurz mit runter. Ja. Ach, Mist. Ja, komm her. So. Und tschüss. Ja, perfekt. Jetzt haben wir, und jetzt haben wir eine Vulture, die wir frei nach Gutdünken benutzen können. Die Quest ist jetzt allerdings abgebrochen. Also ich hatte gehofft, wir können das noch salvagen, aber ist nicht schlimm. Was war das gerade? Werden wir beschossen? Oh, oh. Oh, oh. Warte mal. Hat hier irgendwelche Laser-Einschüsse gesehen. Aber ich habe nichts gehört. Ja. Wir werden tatsächlich beschossen. Und da hörst du Security. Ach du Scheiße. Zweier Crime. Okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen uns mal fix zurück. Wir wollen ja nur die Vultures saven. Nur Fuel. Ja, genau. Wir müssen jetzt abhauen. Ich hoffe, wir werden die los. Das Problem ist nämlich, die haben kein Fuel. Aber wir können trotzdem Quantenschaft nutzen. Wir müssen jetzt quasi runter auf den Mond fliegen und dort entsprechend dann einmal auftanken. Das ist immer so bei NPC-Schiffen, die haben keinen Sprit mehr. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Komm schon. Komm zu dir, Junge. Ja. So, wir fliegen jetzt mal mit Vollgas weg. Ich hoffe, dass wir die loswerden. Mal ganz kurz hier mal meinen Self-Status hin. Und den Target-Status. Die kommen leider. Ich könnte ihn jetzt auch töten. Aber ich will eigentlich am liebsten einfach nur flüchten und dann in die waffenfreie Zone gehen. Mal vor der Energie auf die Schilde. Weil den Zweier-Crime kann ich noch bezahlen. Ich hätte gar nicht schießen dürfen. War meine eigene Schuld. Ich hätte nicht schießen dürfen. Aber wahrscheinlich muss ich ihn töten. Ja. Der lässt nicht locker, der Arsch. Okay. Oder? Weiß es nicht. Lässt er locker? Irgendwann? Also man könnte halt weg Quantum Driven.
aber das wird er nicht zulassen und ich kann ja eh nicht mit dem Quantendrive weg. Jetzt erhöhen wir die Distanz. Wir müssen halt weit genug weg. Da ist noch einer. Ja, wir werden den wahrscheinlich nicht los. Warte mal, ich... Aber das ist jetzt nicht die Security. Den kann ich killen. Der ist mir egal. Ach. Gut, wenn er jetzt zurückfällt, dann wäre es natürlich noch besser. Das ist ein Hurricane. Wie sind die aufeinander? Ich sehe gerade nicht so richtig durch, ehrlich gesagt. Ah, komm mal ein bisschen näher jetzt. Der Hurricane ist natürlich relativ fies. Aber dass die so schnell kommen, ist eigentlich wirklich eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Guck mal, die schießen sogar wirklich aufeinander. Das ist ja seltsam. Fliegen wir noch zum Mond hin? Ja, ich muss ein bisschen hier runterdrehen zum Mond hin. Also richtig aufregend hier, so ein kleiner Diebstahl. Die schießen auf mich und auf sich gegenseitig. Ganz komisch. Ach, komm schon. Lass mich in Ruhe, geht weg. Versuch es mal mit Vollgas hier rückwärts wegzufliegen. Oder? Auf jeden Fall können wir die Vulture ja easy reparieren, also das ist gar kein Problem. Und wir volltanken, müssen halt nur dazu entsprechend... Ach guck mal, die schießen wirklich aufeinander. Ja, kümmert ihr euch mal umeinander. Ich bin gleich auf dem Mond unten. Ich drehe mir mal einfach um, scheiß drauf. Scheiß auf die. So, wo ist der Posten? Da ist der Posten, der ist auch nicht allzu weit. Das kann man durchaus fliegen, ne? Deswegen ist es auch mal ganz interessant. Also ihr habt bei diesen Salvage-Missionen immer einen Mond in der Nähe oder... Ihr habt eine Raumstation, das ist also an sich alles kein Problem. Braucht er halt, ne? Ist klar. Ja, dann könnt ihr auftanken. Wir müssen es halt nur schaffen in die waffenfreie Zone. Wenn wir das geschafft haben, ist kein Problem. Weil dann ist unser Schiff sicher, wir können es auftanken, wir können reparieren und dann düsen wir weg und dann ist uns die Security auch egal. Den Zweiercrime bezahlen wir, gar kein Thema, ne? Und fertig. Alles easy. Auch nur ein bisschen Sprit. Ich glaube, ich habe sie wirklich abgeschüttelt, oder? Mist, die Hurricane ist immer noch da. Dieser Roderick Graves, der ist auch echt super, super anstrengender Typ. Aber ich bin gleich da, wo ich sein will. Noch ein paar Meter. Ich hatte es schon mal gehabt in einem anderen Fall. Das war ganz witzig. Da sind die NPCs mir auch gefolgt. Weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann sind die aber ein bisschen schnell geflogen. Und dann driften die quasi in den Mond rein und explodieren da unten. Also ihr könnt das sogar ein bisschen missbrauchen. Ihr haltet einfach voll auf dem Planeten zu. Und die rasen euch... Er hat mich gerammt. Was? Er hat das. Was ist das für ein Arschloch? Er hat mich einfach gerammt. Okay. Okay, ich sehe schon, wo das hinführt. Pass auf, ich mache euch einen Vorschlag. Es war ja jetzt soweit alles gezeigt und gemacht. Ich trick's jetzt mal. Ich benutze jetzt die Magie der Videobearbeitung und werde euch in der nächsten Folge dann begrüßen bei Areal, unten bei Bedstack mit einer intakten Vulture. Ich hoffe, das ist ein fairer Deal, dass der mich rammt. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Also das ist halt einfach typisch Star Citizen, würde ich sagen. Ein typischer Bug. Normalerweise dürfen die das gar nicht, die NPCs. Aber egal, ihr seht, es passiert. Ich werde mich gleich zurück. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und macht's auf jeden Fall mal nach. Bis gleich. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?